wird's angezeigt und ich kann schon. So, jetzt weiß ich aber gar nicht. Ah, verdammt, Mist. Ich habe jetzt nicht getestet, ob ich das auch spielen kann damit. Erstmal dahin. Ich habe ja jetzt meinen Controller angeschlossen und weiß gar nicht, ob ich damit irgendwas tun kann. Nein, kann ich nicht. Oh Mann, das hatte ich voll vergessen. Okay, vielleicht kann ich noch was bei den Konfigurationseinstellungen konfigurieren, einstellen, Dings. Okay, nein, es wird gar nicht erkannt. Ich muss das Ding neu starten. Okay, dann machen wir erstmal das runter. Dann machen wir das aus. Und machen es nochmal neu an. Wo ist es denn? Wo ist er denn, mein Kleiner? Da ist er ja. Blöp. So, jetzt müsste es auf jeden Fall funktionieren. Ich bin super begeistert. Ja, dass das so gut losgeht. Ja, nee, ich habe gerade den Stream geöffnet, um den Chat zu sehen. Da sind schon 43 mag ich und ein mag ich nicht. Das ist ja nicht von heute nur. Ah, okay. Das ist ja von... Das ist ja von woanders. Zwei Zuschauer steht da was. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sein und einer bist du selber oder so. Das wäre möglich. Ja. Ja, ja. So, jetzt aber. Ja, jetzt. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Mit zwei Bergen. Und so weiter und so fort. Und Nummer 3 ist schon da. Yay! Es werden immer mehr. Ich kann ja mal versuchen, was passiert, wenn ich die Konfiguration so einstelle, dass ich einen Stick benutzen kann zum Laufen. Blöp, 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 blöp. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, es funktioniert besser. Oder? Kommt mir das nur so vor? Keine Ahnung, das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich habe das Spiel selbst nicht gespielt. Zumindest nicht die 3DS-Version. Also ich möchte, ich fühle mich mit dem Analogstick, den ich jetzt benutze, tatsächlich besser. Oh nein! Ja, ich bin wieder da! Da schreibt nämlich jemand, du bist wieder da. Ah. Er ist wieder da. Ein Dennis Otto. Ey, ich habe nie gesagt, dass wir Namen sagen dürfen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Also, bei den Namen aufpassen. So? Naja, weil Privatsphäre. Ich kann sie ja auch selber lesen, also bitte. Was? Den Namen kannst du ja auch wohl selber lesen, also bitte. Ja, das kann ich, aber das kennen doch die Zuschauer nicht, die das dann später sehen. Ich nicht? Ja, außerhalb des Livestreams, ich hab das doch nicht mit drin. Oh, ah, okay. Entschuldigung. Macht nix. Gut, bei dem nächsten... Entschuldigung, lieber Dennis Otto, Entschuldigung, das war jetzt... Ich weiß, das war fies, aber... Wenn wir es sowieso schon so weit haben... Aber warum sollte man den Namen nicht sagen dürfen? Ja, ich meine, es ist kein... Es ist kein Livestream. Was? Ich glaube, keiner schämt sich dafür, den Livestream zu gucken. Ja, ja. Stimmt. Außerdem, wer so doof ist, meinen Livestream zu gucken, dem geschieht es auch recht. Nein, Entschuldigung. Wow. Das ist fies. So, was mache ich jetzt hier eigentlich? Sag mir mal, was mache ich hier? Das ist falsch. Auf jeden Fall Luigi spielen. Ich spiele Luigi, genau. Ich spiele den besseren Mario. Hör! Ja, hat er auch diesen Luftsprung-Insel, sodass er sich länger in der Luft halten kann als Mario. Steuerung mit dem Schiebepad? Gibt's das auf dem 3DS manchmal? Ui! Da ist ein Luigi-Bild. Da komme ich nicht rein. Aber da sind Pflanzen. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist ein Wario-Bild und kein Luigi-Bild. Da kommt dann wohl nicht der Wario rein. Und hier ist noch so ein Bild. Da ist ja gar keins auf der anderen Seite. So. Und was ist hier hinten? Oh mein Gott, ein Grafikfehler! Wie weit komme ich hier? Das ist der Raum von Geist und Zeit!
Wir haben den Raum von Geist und Zeit in einem Mario-Spiel gefunden. Ja. Stern, super. Ja. Nee, das nicht, aber man kann die DS-Version ja auch auf dem 3DS spielen. Ah, okay. Und da geht das wohl dann mit einem Schübelpad. Das müsste man eigentlich, müsste ich eigentlich mal... Ich hab doch ein 3DS hier! Ich hab nicht nur einen, ich hab auch einen 3DS XL. Ich meine ein... 3DS XL. Ja, ich meine den. Ja, Entschuldigung. Ah, okay. Es ist ein New 3DS XL. Kriege ich dann auch einen 3D-Effekt in dem Spiel? Also, erstmal... Nee, glaube ich nicht. Wow, ein weiterer Powerstern, hm? So umskaliert wird das garantiert nicht, dass du noch 3D-Effekt kriegst. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Du wirst stärker, das Schloss versorgt dich mit Kraft. Möchtest du speichern? Ja. Achso, ja, wer ist heute der Co-Moderator? Der Co-Moderator ist auf jeden Fall nicht Cold Mirror, nicht Gronkh, nicht Stuhlhase, nicht der andere Typ letztes Mal. Wer ist Gronkh? Wer ist Cold Mirror? Ach, das sind so ein paar Unbekannte, keine Ahnung. Okay. Ja, ja. Du hast 80 Powersterne gefunden. Dank dir wurde das Rätsel der Treppe der Unendlichkeit gelöst. Hey, ich habe ein Rätsel gelöst! Und das ohne Layton! Ohne Layton, ja. Kann man den hier auch freispielen? Naja, theoretisch würde es gehen, wenn man die ROM einfach ein bisschen hackt. Ja, dann hat man Super Layton Brothers. So, wo bin ich denn hier? Oh Gott. Hui, eine Rutschbahn! Die ist lustig. Hui, oh, Alter, was ist das denn? Ja! Ich hau euch! Schlittern muss, das ist doch. Ja! Ich kann die nicht hauen! Ich krieg's nicht schnell genug hin, meine ich. Aua! Ja! Komm her, jetzt krieg ich den! Na, aber dieses Level kenne ich nicht. So, der ist weg. Ja! Hör auf! Hör auf! Du böser du! Ah! Und weg ist er. So funktionieren die, ha? Oh. Die erinnern mich an irgendeinen Riesenroboter. Zumindest von der Kopfbedeckung her. Ach so, die Viecher meinst du? Also ich dachte, das Level meintest du. Nö, diese Viecher, die gibt's im... Zumindest ja in Mario 64 zuhauf. Wow. Und Münze 1. Der Mauszeiger im Video eigentlich Absicht? Ja, der ist Absicht. Sprung und ducken. So mache ich das zumindest. Oh Gott, was ist das denn hier wieder? Soll ich hier irgendwo durch? So. Ich soll da lang, okay. Oh, Nummer 2. Oh, hier ist es bestimmt kalt. Ja, ist es. Ich habe tatsächlich Lebensenergie verloren. Schau einmal auf die untere Karte. Du verstehst? Hast du dich verlaufen? Dann frag mich ruhig um Hilfe. Okay. So, hier kommen die nächsten von denen. Oh Gott, ist das... Das sind mehrere. Ganz viele. Hört auf! Hört auf! Oh, wie viele sind denn das hier? Das gibt's doch nicht. Oh, wenigstens sind die weg. Au. Auf mich zu schubsen, du. Sieht doch, das ist doch das Einzige, was die können. Ja, aber... Die können halt sonst nichts. Die können nichts. Die sind schlecht. Die sind... Das sollte man denen mal sagen. Oh. So. Aber das Einzige tun, was sie können, ist durch die Gegend schubsen. Machst du schließlich auch gerade nichts anderes? Was? Durch die Gegend schubsen oder was? Die durch die Gegend schubsen, ja. Du schubst doch niemanden durch die Gegend mehr. Ich bin vor denen weggerannt. Das ist ja, viel, viel dann, reifer. Dann hast du rein zufällig so ein Buttstomp gemacht, der zwei in den Abgrund geschleudert hat. Ja, ja, ja. Ja, das war ein Versehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Boah, Scheißdinger. What the fuck? Ich hab Angst, dass ich hier runterfalle. Wow. Okay. Da ist sowas. Vorsicht, Schneemann. Ah, wegrennen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt da in... Also, das ist eine Mario-Mütze. Die will ich doch gar nicht. Ich will die nicht.
Ah, jetzt hab ich sie. Du bist wieder Mario. Oh. Moment, ich mach das mit einem Kletteri. Hat da jemand Einzigste gesagt? Hab ich der Einzigste gehört? Einzigste? Hast du Einzigste gesagt? Ich hab nicht Einzigste gesagt. Wenn ich das gesagt habe, dann tut's mir sehr leid, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, auch wenn das nicht zu entschuldigen ist. Ah, hier oben gibt's das, was ich suche. War es das Einzigste? Nein! Oh, das will ich ja eigentlich gar nicht, ich will Luigi sein. Eine Blume. Tu mir weh! So, geht doch. Diese Blume sorgt nämlich dafür, dass ich unsichtbar werde. Naja, oder durchlässig. Ja, das war ja die in dem Spiegelraum, ne? Au! Na egal, hier gibt's wieder Lebensenergie. Und? Ach, anderes. Ich geh wieder raus! Ach, kommst nicht dran? Ja, nee, ich hab... Blume drin, falls, Ja, ja, da ist eine Blume drin für den Fall, dass man dann doch ein bisschen zu lahmarschig ist. Ja. So, aber also ich... für Leute wie mich. Achso, ich brauch jetzt wahrscheinlich noch den Mann! Heute sehe ich den Trio-Kopf. Ist mal nicht 5 Minuten zu spät. Weißt du, warst schon mal drin? Also, sagt hier jemand im Chat. Also, ja. Weißt ja, nicht mich, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil die letzten habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ja, ich keine eben. Informationen erhalten. Ich gebe ja auch keine Informationen raus. Mihihihihi. Ja. Das ist mir aufgefallen. Das hätte ich auch gesehen. Oh. So, was ist denn hier jetzt eigentlich? Hier ist doch noch irgendwo... Ach so, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss auf diese komische Insel da drüben. Und zwar mit meinem Mario. Power up. So, dann wollen wir mal. Oh mein Gott. Ja, ne? Fett. Hat Mario auf irgendetwas eine Allergie? Ja, auf Blumen. So, und damit haben wir dann auch das Teil schon mal. Und jetzt fehlt nur noch unsere nächste Blume, um wieder zurückzukommen. Dann hole ich mir den schönen Stern hier und dann kriege ich endlich, was, Moment, 40 Minuten zu spät? Wir haben doch gar nicht... Das geht gar nicht, der läuft doch gar nicht so lang. Ja, das läuft doch erst seit 12 Minuten und... Das heißt, meine Tipps kommen auch pünktlich an. Relativ. Man muss immer einen Delay beachten. Ja, welchen Delay bitte? Ich glaube 20 Sekunden. Na, mehr. Nee. Ich glaube, YouTube braucht immer schon eine Weile. Dann sammelst du gerade den Stern ein und im Stream fliegst du gerade rüber. Ah. Das heißt, du sammelst den Stern erst ein. So. Ja, jetzt sammelst du den. Ja, jetzt hast du den Stern im Stream eingesammelt. Also würde ich sagen, so ungefähr 20 Sekunden könnte passen. Na gut. Ich glaub dir. Boing, boing, boing. Nice. Ach so, na dann bin ich aber beruhigt. Ich dachte schon. Nein, also. Wir sind heute hier mal. Also, hier sind heute mal ein paar Leute früh dran. Obwohl, es sind, glaube ich, als das letzte Mal, als es angekündigt war, waren es schneller 20 Leute oder sowas. Aber jetzt sind wir noch in einer schönen kleinen Runde. So. Du da! Oder möchtest du den mal vorlesen? Was? Ich darf was lesen? Mhm. Du da! Mit dem komischen Teil im Gesicht. Oh, der meint garantiert den Schnäuzer. Der hat auch ein komisches Teil im Gesicht. Der hat gleich mein komisches Teil. Ich bin der König der Kälte, König Schüttelfrost. Ich bringe jeden hinter Schloss und Riegel, der es wagt, mein großartiger Bart. Der ist schon ein bisschen Jahre gekommen, glaube ich. Ja. Mit seinem zu übertreffen. So sieht das halt aus. Ne? Ich habe erst vor kurzem einen unverschämten Rüpel deswegen eingesperrt. Da hatte ich den Nerv, mit meinem Schnurrbart im Gesicht reich zu kommen. Mit seinem Schnurrbart? Mit seinem Schnurrbart. Dein Schnurrbart ist nicht schlecht, aber natürlich längst nicht so großartig wie meiner. Aber es ist trotzdem anmaßend von dir, so hier aufzutauchen. Ich werde dir deinen Barthaare einzeln rausrupfen. Los geht's. Oh. What the fuck?
Oh.